Der Fragenhagel mit OB-Kandidat Martin Körner. Herr Körner, Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Drei Dinge für einen perfekten Sonntag. Frühstück mit Brötchen und Brezel. Zeit. Wandern mit Familie. Und toll ist dann noch ein Mittagessen irgendwo schön draußen mit einem Bier. Und, das ist jetzt ein viertes, auf der Picknickdecke Mittagsschläfchen machen. Waren sogar fünf. Welches Vorurteil über Stuttgart nervt Sie am meisten? Dass Stuttgart langweilig wäre und nicht schön wäre, das ärgert mich am meisten, weil das stimmt nicht. Welches Vorurteil über Stuttgart trifft vielleicht ein klein bisschen zu? Dass wir unser Licht zu sehr unter den Scheffel stellen. Ihr Lieblingskollege im Gemeinderat aus einer anderen Fraktion? Jürgen Sauer von der CDU und Sibel Yüksel von der FDP. Bitte ergänzen Sie folgenden Satz. Wer in einer Stadt wie Stuttgart OB werden will, der? Der sollte Menschen mögen und gerne mit ihnen zusammen sein und sollte auch ein bisschen Erfahrung mitbringen. Bitte ergänzen Sie auch den folgenden Satz. Am ersten Arbeitstag als OB würde ich? Na, vor allem mal mein Team motivieren für die Arbeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung kennenlernen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil alleine wird man da nicht glücklich. Man braucht ganz viele, die mit tun. Spartanisch, prunkvoll oder chaotisch? Wie würde Ihr Arbeitsplatz im Rathaus aussehen? Eher spartanisch, aber halt viel, ich fürchte zu viel so auf dem Schreibtisch. Ich bin so ein Stapeltyp. Und bitte direkt in die Kamera, Ihr Gesichtsausdruck, wenn Sie die Wahl gewinnen.